Sie sind hier, 22. Oktober 2018, 10.17 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Angelique Kerber ist wieder auf Platz 2 der Weltrangliste. Urheberrecht Getty Images. Vor dem Auftakt bei den WTA Finals in Singapur klettert Angelique Kerber in der Weltrangliste wieder auf Platz 2. Julia Görges fällt dagegen zurück. Angelique Kerber, 30, ist vor ihrem Auftakt beim WTA-Saisonfinale in Singapur. Tennis. Angelique Kerber, Kiki Bertens ab 14.45 Uhr im Live-DK auf Platz 2 der Weltrangliste zurückgekehrt. Die Wimbledon-Siegerin aus Kiel schob sich vor die Dänin Caroline Wozniacki. Der Abstand zur führenden Simona Halep ist jedoch beträchtlich. Die Rumänin fehlt beim Abschlussturnier der besten 8 Spielerinnen, zwar verletzt, wird die Saison dennoch auf Platz 1 beenden. Görges verliert mehrere Plätze. Die deutsche Nummer 2 bleibt Julia Görges Bad Oldesloe, die trotz ihres 6. WTA-Titels in Luxemburg von Platz 9 auf 14 zurückfiel, weil die Punkte ihres Vorjahressieges in Moskau aus der Wertung gestrichen wurden. Andrea Petkovic, Darmstadt, folgt nach ihrem starken Saisonendspurt auf Platz 64. Die einstige Top-10-Spielerin hatte in Luxemburg im Viertelfinale aufgegeben. Kerber hatte die Tennis-Weltrangliste Anfang Juni 2017 zum bislang letzten Mal angeführt. Das Jahr 2018 begann sie nur noch auf Platz 21. Schon nach ihrem Halbfinale bei den Australian Open Ende Januar feierte sie ihr Comeback unter den besten 10 und arbeitete sich im Laufe des Jahres weiter nach vorne. Von Sportinformationsdienst.